So, meine Freunde, Gewitter im Kopf, der Lügendetektor-Test eskaliert. Oh mein Gott! Ah! Okay, ich bin gespannt, Leute. Lügendetektor-Test von Gewitter im Kobipf. Da bin ich doch mal gespannt wie ein Flitzebogen. Ich würde sagen, wir schauen uns das einfach mal ganz kurz an. 3700 Zuschauer, die wieder jetzt dabei zuschauen, wie ich mir ein Video angucke, was ihr auch einfach selber gucken könntet. Was ist eigentlich mit euch los? Jungs, ein Danke an der Stelle dafür. Wir haben es geschafft mit Revi Gang. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei Revi Gang bei 10 Millionen Views im Monat. Ich möchte einfach nur mit meinem Zweitkanal Evive HD überholen. Das kriegen wir sicherlich noch hin. Das war's. Gott sei Dank sitzt der Evive jetzt nicht hinterm Vorhang. Leider. Ey, du hast mein Ding kaputt gemacht. Das war Absicht. Warum? Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir machen heute nochmal... Cam, Cam, Digga, was zum... Bro, Cam steht hier. Ein Video mit einem Lügendetektor. Das zweite Mal, dass wir den jetzt verwenden. Heute ist es auch ein schönes Video, weil nicht der Evive im Hintergrund sitzt. Ihr habt uns die Fragen gestellt. Wir werden sie mit den höchst FBR-geprüften Geräten beantworten. Genau. Ich freue mich so auf den Diss-Track, den zu machen. Wir wissen nicht, wir haben hier diesen geheimen Umschlag bekommen. Geheimer Umschlag. Was war das? Mann, der ist so dumm, der versteht nur diesen Humor. Hä? Wir haben hier... Hä? Ja, ich weiß, es ist okay. Ja. Lustig, weil da steht Top Secret drauf. Hä? Wir haben hier diesen geheimen Umschlag bekommen, wo die ausgewählten Fragen drin sind. Wir wissen nicht, welche Fragen ausgewählt wurden. Ja, ich bin mal sehr gespannt, ob da welche dabei sind, die wir letztes Mal vielleicht noch nicht beantwortet haben. Bin ich auch mal sehr gespannt. Also hoffentlich. So kreativ seid ihr ja nicht. Sollen wir die einzeln rausholen? Doch, komm, wir holen die einzeln raus. Einzeln. Ja. Also man kann sagen, was man will. Wir haben mittlerweile echt gutes Bild. Bisschen mehr Crispness. Was rede ich hier? Meine Cam ist scheiße. Der Ton ist gut. Mittlerweile, Jungs, habt ihr echt ein hohes Qualitätslevel. Jetzt die Frage, braucht man Tim dann überhaupt? Joke, mein Gott, ich hasse den nicht, ich mag den. Ja. Du hast es zerknickt, du Misset! Und ja, wir wünschen euch wie immer sehr viel Spaß bei diesem Video, Leute. Stimmt es, dass du mich mehr hast als Revi? Nein, also ich mag euch beide. Ihr seid ganz okay. Was ganz okay? Was ganz okay, du? Du wirkst echt nett. Genau so hört sich das an. Ha, natürlich hasse ich dich mehr! Ich hasse dich, abgrundtief. Ja, Mann. Ich bin nicht der Unbeliebteste. Seht ihr mal? Warum denn? Ja, Revi ist schon echt der Misset, aber du bist ein Arsch. Warum bin ich ein Arsch? Okay, besser als du Misset. Nein, ich sag, das stimmt nicht. Also hast du Revi doch mehr als mich? Nein, ich hasse euch beide gleich. Also gar nicht. Nein. Das hat aber jetzt Jan gesagt und nicht Gisela. Moment, falsch. Das heißt, du hast einen von uns beiden. Wen von uns beiden hast du? Du hast die Katze verleugnet. Ich hasse dich mehr. Ich glaube an Serengeti, Gisela. Ich bin da auf deiner Seite. Du hast eine Katze, Jan. Ich hasse dich bis zu dem Tag, wo ich dich töte. Ja, gut. Also jetzt auf einmal hast du doch eine Katze. Du machst gerade unser Lügendetektor kaputt. Unser? Das ist mein Eigentum. Du hast keine da Katze. Da steht Janik das Zimmermann drauf. Katze. Du hast keine Hör doch auf, mit der scheiß Katze rein zu triggern, Junge! Au! Ich bin diabolisch. Ja. Diabolisch kommt von El Diablo, spanisch für der Satan. Gut gemacht. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Du bist hässlich, du Arschloch. Hast du schon einmal betrunken ein Straßenschild geklaut? Ja, mehrfach schon. Das letzte Mal, das ist ungefähr 2 Jahre her. Also ich auf jeden Fall nicht. Ich auch nicht. War ein Witz, habe ich nicht gemacht. Wann verjährt sowas? Haha, habe ich nicht. Das war ein Joke. Ich habe nur eine Geschichte mir ausgedacht. Du hältst dich doch nicht an Straßenschilder. Natürlich. Wofür steht das Zeichen mit der 30 drauf? Dass man da 30 fährt? Warum machst du es da nie? Ich fahre immer 30. Ja. Und hops. Also bei mir ist es ganz falsch, bei dir ist es halb falsch. Ich habe das vielleicht unterwegs einfach fallen gelassen. Oder was sag, Drew, ich brauche noch ein bisschen. Mülltonne oder so. Was? Nein, habe ich nicht. Wer klaut den Mülltonnen? Ja. Du klaust Straßenschilder. Nein, mache ich nicht. Ja, okay, anscheinend schon. Aber Tim klaut vor allen Dingen ziemlich gerne die Jungfräulichkeit von rothaarigen Damen. Reden wir nicht drüber. Ich habe wirklich noch nie ein Straßenschild. Doch, damit du dich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten musst. Habt ihr zueinander sexuelle Gedanken?
Also das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Ich auch. Klar, das andere hätte mich auch jetzt gewundert, muss ich zugeben. Ja, alles das, was passiert ist, weißt du eh nicht mehr. Gut, dass der nicht in Madeira bei uns im Haus geschlafen hat. Chloroform, du kleine Mistschlampe. Okay. Okay, das bestätigt irgendwie gerade die Aussage von Gisela, ne? Hat Jan eine Katze? Ja, die wohnt allerdings bei meiner Mutter zu Hause. Ah ja. Die Betonung liegt auf Jan, hat er eine Katze, ne? Ja, also als wir die damals bekommen haben, die ist ja bei uns zu Hause auf der Welt gekommen, zur Welt gekommen. Mhm. Hä? Katzenfleisch! Da wollte meine Mutter alle zur Adoption freigeben, aber ja. Ich habe mich durchgesetzt, dass wir sie behalten. Und als ich ausgezogen bin, waren in der Wohnung leider keine Haustiere erlaubt. Daher lebt meine Katze leider weiterhin bei meiner Mutter zu Hause. Was auch der Beweis dafür ist, dass Gisela keine Katze hat. Okay, es ist halb richtig. Ich töte sie dennoch. Mhm, okay, alles klar. Die Katze lebt. Nein. Die Katze lebt Tim gleich nicht mehr? Ja, okay. Ja, ja, sie lebt. Weißt du, was passiert, wenn ich das eng mache? Nein. Ich zeig's dir. Nein. Bro. Nein. Du voll Laser, wie du das anhast. Voll Laser, sagt der Digga, Bruder. Lösch dich. Meine Katze hat schon einen beruhigenden Faktor auf mich. Mhm, ja. Du wirst angebraten. Was ist das teuerste? Jetzt fangen die an, Memes von ihm selber in die eigenen Videos zu schneiden. Interessant, wir sehen Improvement hier. Was du gekauft hast. Ich glaube, das teuerste, was ich mir gekauft habe, war eine PlayStation. Das teuerste, was ich mir jemals gekauft habe, wird wahrscheinlich eine meiner unzähligen Immobilien sein. Der nicht Immobiliengrundbesitz flexende Boss. Oder ein Computer. Weird. Das teuerste, was ich, glaube ich, bisher gekauft habe, war ein Sofa. Nee, mein Bett. Wieso falsch? Das heißt, du hast gelogen. Ja, ich weiß, danke. Das muss eine Strafe geben. Bestraf ihn. Scheinbar auch. Hä, warum haben wir denn gelogen? Zählen Urlaube auch mit dazu? Ja. Stimmt, Urlaube. Ja, stimmt, dann war es ein Urlaub. Wenn man das dazu nimmt, ist es... Ja, dann war es bei mir auf jeden Fall Kanada. Ja. Ha, die du ja alle selber bezahlt hast. Hab ich doch. Habe ich ja auch nicht abgestritten. Ja, das stimmt, du nicht. Aber Gisela, Tim hat sich einen Rothaarigen gekauft. Gekauft, geholt. Ist wirklich nichts im Bootshaus passiert. Ja, also da ist halt eine Party passiert. Mhm. Eine Party passiert einfach so. Man geht so lang, oh, hier passiert eine Party, huch. Auf der wir sogar mit meinen Eltern zusammen waren, lustigerweise. Wir waren mit meinen Eltern im Bootshaus an dem Abend. Das war echt lustig. Die Zonengarde. Deine Mutter war im Bootshaus? Tila Tequila? Abi war da. Ja. Der Tim hat PlayStation gespielt und dann hat sein Ego das nicht mitgemacht, dass die Kach bei ihm abgezogen hat. Hä? Ja? Ja, genau so war es. So klein. Finger weg! Du sollst was rüberrutschen. Also außer, dass meine Eltern mit im Bootshaus waren an dem Abend und wir sehr viel Spaß hatten, tatsächlich nichts, oder? Na, wie siehst du das, du rotes Mädchen? Also, ich will jetzt wirklich wissen, was mit dieser rothaarigen Frau passiert ist, Tim. Ich möchte jetzt die Geschichte hören. Ich habe von verschiedensten Leuten gehört, dass da eine rothaarige Frau war, mehr aber auch nicht. Tim, was war los? Die Frage ist, wie du ein Abitur haben kannst. Herr Gesamtwert. Ich muss auch sagen, was, da sind nur Sachen passiert, die halt auf Partys passieren. Was passiert denn so auf Partys? Boah, war ich voll danach, Achtung. Mein lieber Mann. Ich hätte fast in euer Haus gereiert. Ah ja. Hast du schon mal Katzenfutter gegessen? Also, nein, aber Hundefutter. Ich tatsächlich nicht, aber ich kann mich an jemanden... Ach, ich hätte es fast gegessen. Fast. Hast du es eigentlich runtergeschluckt? Nein. Wie fast? Wie kann man das denn fast aus Versehen essen? Wie geht das? Warum hast du das nicht runtergeschluckt? Manche Katzen würden sich danach die Pfoten lecken. Ja, aber ich bin keine Katze. Da hast du recht. Du bist denen ganz weit unterlegen. Muschi. Also ich habe schon mal Katzenfutter gegessen. Ich verleugne es auch nicht. Ich habe mal Hundefutter probiert, so Hundekekse, weil die aussehen wie diese Kinder-Leibniz-Kekse. Ich hab das bewusst gemacht, weil ich wissen wollte, wie es schmeckt. Du hast es einfach verwechselt mit normalem Essen. Tim! War das aus Versehen? Nö. Achso, bei mir war es auch mit Absicht. Also ja, ich habe Katzenfutter gegessen. Achso, er hat's mit Absicht gegessen. Gisela absichtlich, Tim schlecht darzustellen. Ja, würde ich auch sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ich glaube schon, wobei ich auch ehrlich sein muss, das ist ja auch nicht schwer, Tim schlecht darzustellen. Das ist schon so, die erfindet so viele Lügen über mich, nur mich ist schlechter nicht zu stellen. Lügen, Gisela. Hä? Alles stimmt nicht. Nur das Wenigste, es war.
Also meine Aussage ist richtig. Meine halb richtig. Ja, das bedeutet, ich stelle dich schlecht dar mit den Wahrheiten über dich. Und hops. Kennt ihr Tina Tequila? Oh ja, die kenne ich. Die alte Kachbar habe ich schon so voll gesehen. Mein lieber Mann, wer ist denn? Glaubt, das hängt mit ihrem Körpergewicht zusammen. Ich sage, das hängt mit ihrem Trinkverhalten zusammen. Warte mal, was? Voll gesehen. Mein lieber Mann, der Revi glaubt, das hängt mit ihrem Körpergewicht zusammen. Ich kenn die nicht. Ich sage, das hängt mit ihrem Trinkverhalten zusammen. Ich kenn die nicht. Ich kenn Tims Mutter nicht. Ich hab die noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie korpulent oder nicht korpulent die ist, Tim. Ich kenne deine Mutter nicht, Tim. Ich kenne deine Mutter nicht. Ich möchte nicht mit deiner Mutter... Tim, ich kenn die nicht. Bitte. Bitte, Tim. Also, ja, wir haben sie. Wo ist deine Schubkarre? Wir kennen sie auf jeden Fall. Ja. Eine Legende. Ja. Eine Legende. Die Legende. Ist das überhaupt seine Mutter oder wer ist Tina Tequila? Klärt mich auf. Die Legende, die das Auto und das Haus vollgereiert hat. Was? Was? Ich kenne sie besser als du. Sie ist meine Schwester im Geiste. Schöne Grüße, wenn du das Video Tequila sehen würdest. Tina Tequila. Wer ist denn? Ist das die? Nee, das ist nicht die Pornodarstellerin. Das ist auch nicht die aus MTV früher. Ich überlege gerade, wen die meinen könnten, Alter. Ist das die Mutter von Tim jetzt oder nicht? Oder verstehe ich da irgendwas falsch? Ein Model? Nee, das ist nicht seine Mutter. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ihr schon mal etwas Verbotenes getan. Suited Valve, Kravis, Dankeschön für die Game, für die Subs. Ja, also bei mir scheint die Aussage falsch gewesen zu sein, deswegen habe ich anscheinend nichts Illegales gemacht. Du bist noch okay. Nie zu schnell gefahren. Nein. Noch nie die PayPal-Einnahmen nicht versteuert. ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis, mein Freund. PayPal-Einnahmen, die muss man ja nicht versteuern. Grüße geht raus an verschiedenste Streamer und andere Leute. Ja. Unter 18 noch nie Wodka getrunken. Gott sei Dank. Ja. Funktioniert dieser Lügendetektor wirklich? Ja, nein. Natürlich tut er nein, das, tut oder? Er nicht. Das ist aus dem Toys R Us. Ja, ist richtig. Okay, dann bist du jetzt wieder dran. Hältst du dich für schlauer als dein Gegenüber? Ja. Ja. Definitiv. Ich halte mich definitiv schlauer als die beiden. Warum ist das falsch? Weil du dumm bist. Nein, ich bin nicht dumm. Doch. Und wieder mal hops. Au! Ich bin dran. Nein. Doch, ich bin. Blöde Mist. Startet ihr schon einmal auf einen YouTuber bzw. YouTuberin? Eigentlich nicht, nee. Also, was heißt stehen? Heißt das, dass man so Gefühle hat, richtig? Also, ich würde sagen. Bro, Tim, da muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, gab es doch die ein oder andere, von der du mal versuch... Wir reden, lass uns nicht drüber sprechen. Tim! Nee. Und gelogen. Stehen wir doof da. Hallo, bin doof. Ja, es gibt Leute, die findet man halt sehr nett. Und wir wissen doch alle, dass du gerade über mich redest. Ja. Nein. Hallo, du bist sehr nett, aber wir möchten bitte kein Video mit dir machen. Grüße gehen an die gewisse Person jetzt raus, die nicht... Hallo, Lukas. Lukas findet niemand nett. Lukas, dem wird auch keiner ein Video machen. Mir relativ egal, mir relativ und Tim. Oh mein Gott, dass ich das nicht gesehen habe. Ja, safe. Ich habe es ihm mitgeteilt. Das ist nett von dir. Schöne Grüße! Hast du die satanistische Bibel echt nur aus Interesse oder ist es wirklich dein Glaube? Halt Satan! Das ist gerade richtig so auf Aslak-Sprache gesagt. Hi Satan! Nein, ich habe mir dieses Buch nur aus Interesse gekauft. Ja! Nur aus Interesse. Okay. Was ist mit dem umgedrehten Kreuz? Wenn du das Kreuz richtig rum dahin legst, ist es... Fixi Hartmann, danke schön für deine 3 Euro, Bro. Das geerbt. Wer vererbt dir ein umgedrehtes Kreuz? Von meinem letzten Menschenopfer. Ist ein umgedrehtes Kreuz nicht einfach ein normales Kreuz, was an der Wand hängt, aber umgedreht? Ha! Ja! Ha! Ist das etwa unnatürlich, oder was? Du weißt, das misst deine Gehirnströme und deinen Schweiß und dein Puls. Ja. Also du kannst auf jeden Fall nicht sagen jetzt, ne, das wäre nicht korrekt. Ja, das hier bedeutet 3 mal die 6. Ich dachte, das heißt reingeguckt und dass man dann jemanden boxt. Hast du schon einmal die Unterhose des Gegenübers angezogen? Achso, das war nicht mit Absicht. Hä, jetzt im Ernst? Auch, Alter, ja. Was? Wann? Ja, es war ein Scherz. Jan. Es war nämlich doch mit Absicht. Ah ja. Nein, habe ich echt nicht. Deswegen war die danach so weit. Hä, ich bin schmaler als du. Nein, 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 nein. Wegen seinem Schwanz. Weil sein Schwanz größer ist. Das war ein Kompliment. Nicht deswegen.
Ja, 666, okay. Okay, also ich sage nein. Nein, habe ich auch nicht. Also das war irgendwie... Ja! Es war die Unterhose von deiner Mutter. Huch. Ja, dann ich will jetzt mal also, hören. Nee, eigentlich ist das nicht passiert. Also ist deswegen gerissen. Wegen deinem fetten Arsch. Ich hatte deine auch nicht an. Ja, ich hab die in den Mund genommen. Hat Jan Fotos von Revi. In aller Ausführung. Ich habe ganz, ganz viele. Jan hat keine Nacktbilder von mir. Ich habe Jan keine Nacktbilder von mir geschickt. Es existieren keine Nacktbilder von mir. Das ist gelogen. Ich möchte das hier an der Stelle mal klarstellen. Danke. Vor allem die, wo er geschminkt ist, da schnitzt mir drauf ein. Ich habe auch nie Schminke getragen, besonders nicht auf Nacktbildern, die ja nicht existieren. Ah, oh oh, jetzt habe ich das Wort gesagt, was zur Entmonetarisierung führt. Also, ich glaube nicht. Hä? Ich weiß aber nicht, wie, ich kann nicht begründen. Revi in Frauenkleidern. Ich habe das Gefühl, dass Gisela einfach Loki auf mich steht. Revi in Frauenkleidern und geschminkt. Bin ich raus? Bin ich Was in Madeira passiert, bleibt in Madeira? Keine. Ich habe auch keine Nacktfotos. Das beruhigt mich jetzt, muss ich sagen. Und den Revi vielleicht auch. Ich hab Nacktbilder von Simon. Von Simon Unge? Ekelhaft. Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Ungespielt! Ich hab an dir rumgespielt! Simon, möchtest du uns vielleicht etwas erklären? So, Freunde, das war's doch schon wieder mit dem Video. Wir haben hier eure Fragen beantwortet. Falls ihr auch mal Bock habt, eure Fragen in dieses Format einzusenden könnt. Tatsächlich, ja, würde ich das gerne machen. Ich denke mir auch mal welche aus und dann kommt ihr da rein. Ich möchte nämlich unglaublich viel wissen. Zum Beispiel, wie ist eure Kontonummer, eure Kreditkartennummer und der PIN dazu? Und ich bin mir sicher, dass Gisela das einfach erzählen wird im Video. Perfekt. Das ist hier unten eingeblendet, dort werden und wir seid so kreativ und stellt nicht immer die gleichen Fragen. 50% der Fragen waren einfach, hat Jan eine Katze? Und die anderen 50% waren, was war im Bootshaus? Ich frag euch ja auch nicht, habt ihr schon mal Kot gekostet? Das wurde ich übrigens mich die Antwort gefragt. Ehrlich gesagt ein bisschen beängstigend. Ich möchte es auch nicht wissen. Niemand, ich bin mir sicher, dass mein kompletter Chat, und das meine ich jetzt so, hier sind gerade 5000 Leute, und ich bin mit mir eingeschlossen, 5001 Leute, bin ich mir 100% sicher, dass noch niemand hier bewusst nach dem 10. Lebensjahr, ich meine, manchmal frisst man ja als Kind sowas, weil man dumm ist vielleicht, keine Ahnung, mir ist es nicht passiert, Kot gegessen hat. Bin mir da, ja, mein Chat schreibt natürlich jetzt alle, schreiben jetzt natürlich doch, aber ich weiß, dass ihr nach eurem 10. Lebensjahr nicht einfach einen Schokoriegel in euer Maul gedrückt habt. Das habt ihr nicht, weil das wäre krank und so seid ihr nicht. Ihr seid zwar krank, aber nicht so krank. Okay, einigen wir uns darauf an der Stelle. Danke. Ich will jetzt singen und ich will jetzt riechen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass euch dieses Video gefallen hat. Dass euch dieses Video gefallen hat. Und dass wir uns bei einem von den nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, Leute. Bleibt gesund. Meine Meissi, danke für den Restart, Bro. Tschüss. Sehr schön. Schönes Video. Ganz toll. Wirklich. Top, Jungs. Top, danke. Danke, dass ich darauf wieder reagieren durfte und damit Revi-Gang weiter Richtung Vive überholen gepusht habe. Sehr schön, meine Freunde. Super.